Herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es um ein Thema, vor dem die meisten von uns eine Riesenangst haben, nämlich das Thema Spinnen. Der Grund, warum ich dieses Video drehe, ist folgender. Wir haben ja am Wochenende wieder mal so eine kleine Party gehabt und da kam wieder das Thema auf, man verschlingt im Schlaf Spinnen. Und einer meiner Kumpels hat sogar zu seiner Frau dann gesagt, oder besser gesagt zu seiner Freundin, dass bei deren Schlafzimmer aus diesem Grund nie Spinnen sind, weil sie ja mit offenem Mund schläft und da krabbeln dann alle Spinnen, die im Raum sind, rein und drum sind in der Früh nirgendwo Spinnen zu sehen. Ja, das Chaos war perfekt, die Angst war perfekt, jeder hat sich so ein bisschen gegruselt und geekelt und das war jetzt der Grund, warum ich im Internet recherchiert habe, um zu sehen, ist das denn jetzt die Wahrheit oder nicht. Ich möchte jetzt in diesem Video 3 Unwahrheiten über Spinnen aufdecken und dann ist jedem von uns wieder etwas leichter. Also jetzt geht's los mit Unwahrheit Nummer 1. Ja, dass das alles, was ich jetzt sage, auch nicht gerade erfunden ist, das möchte ich damit beweisen. Vor einigen Jahren wurde Dr. Peter Jäger, der ist von einem Forschungsinstitut in Frankfurt, der wurde zu diesen Themen gefragt, der ist Arachnologe, das heißt Spinnenforscher und der hat da natürlich sehr viel Ahnung davon. Und jetzt, die Unwahrheit Nummer 1, Spinnen klettern im Schlaf in unserem Mund. Dazu sagt Herr Dr. Jäger, eine Spinne läuft man vor allem weg, wovor sie Angst hat und alles, was den Schwellreiz einer potenziellen Beute jetzt übertrifft, davor hat sie auch Angst und meidet sie. Und eine Bodenspinne, die ist meistens am Boden und eine Netzspinne ist im Netz und bleibt auch meistens dort. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spinne den Weg zu deinem Mund im Schlaf findet, ist verschwendend gering. Viel größer ist die Chance, im Sommer beim Radfahren zum Beispiel oder auch beim Altweibersommer, wie man so schön sagt, dass man da Spinnen verschlingt, aber da ist die Anzahl der anderen Insekten viel, viel größer. Also, dass man hier wirklich im Schlaf Spinnen verschluckt. Ganz total ausgeschlossen ist es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und diese 10 Spinnen im Leben, ja, kann man glauben, was man will. Ja, dann Unwahrheit Nummer 2. Spinnenangst ist bei uns Menschen genetisch determiniert. Also, da widerspricht Dr. Jäger auch ganz klar dieser Aussage. Er sagt, seine Kinder, die hatten von klein auf keine Angst vor Spinnen. Er hat natürlich sich immer sehr viel auch in deren Gegenwart damit beschäftigt. Und der Grund, warum die meisten von uns Angst haben vor Spinnen, ist ganz einfach, weil man so erzogen wird. Im Gegensatz, wenn man jetzt ein Kleinkind ist, dann ist ja der Speicher im Kopf leer und alles, mit dem man da befüllt wird, das empfindet man für richtig. Das ist nun mal so, das ist auch bei ganz vielen anderen Sachen so. Und wenn zum Beispiel irgendwo ein schöner Schmetterling fliegt, dann sagen die Eltern, oh, schau wie ein schöner Schmetterling. Das empfindet dann ein Kind den Rest seines Lebens als wunderschön und herrlich. Das ist nun mal so, was passiert aber bei den meisten von uns, wenn wo eine Spinne ist, da, eine Spinne, oh, und das wird sofort im Kopf das Ding als Angstfaktor assoziiert und das bleibt dann auch so. Diesen Schock, den hat man dann immer, wenn man wo eine Spinne sieht. Also das ist nicht von Haus aus irgendwo in uns so eingespeichert, sondern das wird einem so vermittelt. Ist nun mal leider so, aber von Hause aus ist das niemals der Fall, dass man vor Spinnen Angst hat. Unwahrheit Nummer 3 ist jetzt nicht wirklich eine Unwahrheit, das könnte laut Dr. Jäger rein theoretisch sein, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Es soll ja bei einer Chinesin eine Spinne länger oder längere Tage im Ohr überlebt haben. Wie gesagt, sie müsste zuerst laut Dr. Jäger erstmal den Weg dorthin finden, das ist schon mal schwierig, aber dann könnte sie wirklich theoretisch von Ohrenschmalz oder Milben ein paar Tage überleben, aber man sollte laut Dr. Jäger mit solchen Aussagen sehr, sehr vorsichtig sein, also die Wahrscheinlichkeit ist auch gering. Ja, das waren jetzt 3 Unwahrheiten über Spinnen. Ich hoffe, ein bisschen konnte ich hier die Angst nehmen, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie man immer glaubt. Und ja, das war's zu diesem Video. Ich würde mich über deine Meinung, deinen Kommentar freuen unter dem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Gefällt mir freuen und abonniere meinen Kanal, damit du weitere Updates zu meinen Videos bekommst. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Wenn du auch YouTuber bist wie ich, dann kennst du sicher das Problem, dass man nicht immer neue Ideen für Videos hat. Genau aus diesem Grund habe ich mich hingesetzt und 55 Videoideen für YouTuber zusammengesucht, damit dieses Problem ein für alle Mal gelöst ist. Wenn du
Dieses E-Book, das ich daraus erstellt habe, in den Händen hast, hast du nie wieder Problem, ein Thema für ein neues Video zu finden. Alles, was du jetzt tun musst, ist klicke auf den Link unter diesem Video und lade dir dieses E-Book kostenlos herunter. Mach das jetzt!